Peace Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. In dem heutigen Video machen wir eine kleine Zeitreise zurück in die Vergangenheit. Ihr habt Thumbnail und dem Videotitel jetzt schon erkannt. Es geht um meine Fashion-Entwicklung. Ich wusste nicht so richtig, wann ich das Ganze anfangen soll oder wann ich die Bilder von mir nehmen soll, wo man auch so mäßig die Entwicklung dabei sehen kann oder sehen kann, welche Phasen ich auf denen durchgemacht habe. Weil es gab damals, also das Bild, mit dem wir anfangen, war 2014, weil da macht es auch ehrlich gesagt so am meisten Sinn einzusteigen, weil ab da war so die Zeit, wo ich drauf geachtet habe, was ich anziehe, damit es ordentlich aussieht, damit man es ordentlich kombinieren kann. Da waren auch schon so damals, also zu dem Zeitpunkt, so Schuhe zum Beispiel wichtig für mich. Deswegen habe ich auch so drauf geachtet, damit ich Schuhe hole oder auch trage, die in sind oder fresh sind zu der Zeit. Deswegen dachte ich mir, es macht ab da am meisten Sinn. Genau, und als ich das Video gestern schon vorbereitet habe, waren ein paar gottlose Sachen dabei. Aber wie gesagt, das war damals ja so innen auf den oder das, was man getragen hat. Und das, was man damals getragen hat, würde man ja jetzt eher nicht tragen. Heißt nicht, dass man das tragen kann, was man will. Aber es gibt ja immer so diese Sachen, die innen sind und nicht innen sind oder mal cool sind und mal nicht. Man kann ja selbstverständlich aber auch immer das tragen, was man will. Das wollte ich gerne mal gesagt haben. Das erste Bild, genau, war aus, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aus 2014, also tatsächlich schon 9 Jahre her. So 2013, 2014 war so die Ära, wo das Ganze angefangen hat. Bevor wir einsteigen, oder ich will einmal kurz gucken, was für ein Bild wir einsteigen. Ne, genau, also wir fangen einmal mit dem Bild an. Das ist aus 2014, wie gesagt. Da kommt gleich noch ein zweites, weil das war so die Ära, wie ihr seht, von Adidas Superstars noch. Diese Pinrolls, also diese Jeans hochkrempelt, habe ich damals auseinandergenommen. Damals war es halt auch noch so, in Oversize-T-Shirts zu tragen, die halt unten unter der Jacke oder unter dem Pulli krank rausgeguckt haben. Damals habe ich auch noch Caps getragen. Ja, das war so der Style, den ich damals gerockt habe, auch so mit Ripped Jeans hochgekrempelt, diese Filme. Was damals auch noch sehr, sehr, sehr in war, das war so mäßig die Chris Brown-Zeit, wo er noch in Fresh war, wo ich auch noch gefeiert habe und wo mein Freundeskreis ihn krank gefeiert hat. Deswegen hatten wir uns alle diese Hemden geholt. Ich glaube, die hatte eigentlich fast jeder. Da seht ihr auch wieder ein krank langes T-Shirt, was ich jetzt zum Beispiel nicht mehr tragen würde. Also Oversize an sich ja schon, aber jetzt nicht so krank lang. Da seht ihr wieder Pinroll oder dieses Hochkrempeln der Jeans habe ich wieder auseinandergenommen. Das war schon fast eine Dreiviertelhose. Ja, und die Superstars. Es gab eine Zeit, wo die Superstars eigentlich vom Dinge angesagt waren und dann wurden die wieder cringe, aber ich finde die eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich würde sie jetzt persönlich nicht mehr tragen. Wobei eigentlich vielleicht doch. Müsste ich vielleicht immer wieder am Fuß haben, aber ich finde sie gar nicht so schlimm, weil eine Zeit lang wurden die ja dann schon wieder auseinandergenommen, in dem Sinne, dass es cringe ist, das zu tragen, was ich eigentlich gar nicht so sehe, weil wie gesagt, es sind vom Ding her so Schuhe wie Air Force, finde ich All-Time Classics, die man eigentlich immer anziehen kann. Wird ja immer so von einer bestimmten Gruppe gesteuert, das ist cringe und das ist fresh. Wie gesagt, vom Ding her kann man ja das tragen oder das immer tragen, egal wann, was man will. Genau, das waren aber so die Filme, die wir damals geschoben haben, oder ich zumindest. Machen wir weiter mit 2015. Da war so langsam die Zeit von Black Fashion, war das damals. Ich glaube, der Hood by Air oder so hieß das. Das war so diese Filme. Deswegen hatte ich damals auch meine allerersten Jordans, die ich hatte, sind die, die jetzt auf dem Bild sind. Das waren so Jordan Fly Strap, also so keine 1er, keine 4er oder was auch immer, so ganz random welche. Die habe ich aber unnormal gefühlt, deswegen habe ich mir die damals bei Snipes für 80 oder 85 Euro oder so geholt. Und genau, ihr seht, ich habe damals schon, was heißt damals schon, aber ja, damals schon gelayert, heißt mit einem T-Shirt, was unten wieder rausguckt, in dem Fall mit weiß. Und dann so ein schwarzes Oversize Cardigan, was ich damals echt gefeiert habe. Lederjacken habe ich damals auch auseinandergenommen. Ihr seht das hier nicht auf dem Bild, weil das Black on Black ist, aber ich hatte damals so einen schwarzen Crewneck aus so dünnem Stoff, aus Knit halt. Den habe ich unglaublich auseinandergenommen. Den hatte ich safe 5-6 Jahre safe durchgehend an. Was heißt durchgehend, ne? Das ist jetzt übertrieben, aber über die Jahre habe ich den schon echt sehr, sehr gut auseinandergenommen. Genau, mit 16 machen wir weiter. Dann wurde es, auf den ist gar nicht so ein großer Sprung, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht, also gerade so überlegt, aber wieder Lederjacke, Hoodie hatte ich damals extrem oft an, wie jetzt eigentlich auch. Genau, Ripped Jeans und enge Jeans, vor allem nicht höheren Jeans, aber ich hatte damals schon gut oft enge Jeans an, was ich jetzt nicht mehr habe. Weil enge Jeans, also die waren, ich glaube, da kommt gleich noch ein Bild, genau, da kommt gleich noch ein Bild, wo man das nochmal richtig sieht, wie eng die Jeans eigentlich damals waren, die ich anhatte. Aber genau, das waren zum Beispiel die ersten Ultra Boost, das war so langsam diese richtige Hype-Beast-Phase, wo es losging, weil damals waren Ultra Boost krank gehypt und auch wirklich sehr schwer zu kriegen. Und ich hatte damals das Glück, dass ich die weißen, also diese Triple White, ich glaube, das waren die mit die gehyptesten, weil Kanye die einmal in der Zeit anhatte und dann ging der Hype so richtig los. Und genau, ich hatte die einmal in weiß und dann nochmal in schwarz. Das waren, muss ich zu meiner Verteidigung auch sagen, damals auch wirklich mit einer der entspanntesten
härtesten und bequemsten Schuhe, die ich damals hatte, weil das war so die Zeit, wo ich Yeezys nie bekommen habe. Und das war dann so mäßig mein Ausweg zu Ultra Boost, aber die waren wirklich sehr, sehr, sehr entspannt zum Tragen, also wirklich sehr bequem. Und halt der Hype war damals auch da, deswegen hat man die sehr, sehr gern getragen. Genau, dann ging es eigentlich so weiter. Dann hatte ich eine Phase, wo ich eigentlich fast nur jeden Tag schwarz angezogen habe, so All Black war das am einfachsten mal zu kombinieren. Und dann haben halt so mäßig die Schuhe halt rausgestochen, wie jetzt zum Beispiel die Blazers, die hatte ich in so einem Bordeaux-Rot, Weinrot. Und genau, das war aber auch eine ganz normale Phase. Dann genau 2017, da ging es vom Ding her so schon richtig los mit meinem Hype-Beast-Dasein. Das war auch dem geschuldet, weil ich damals Kais Omar geguckt habe, wer Kais Omar nicht kennt. Eigentlich vom Ding her schon so eine YouTube-Legende im amerikanischen Bereich, was Sneaker und Hype-Beastigkeit und so angeht, wenn man das sagen kann. Falls ihr den Bro kennt, kennt ihr ihn. Wenn nicht, könnt ihr ihn gerne mal auschecken. Habe ich ihn unten in der Bio einmal eingefügt. Ja genau, weil der Bro war eigentlich so der Triggerpunkt für mich, in dieses ganze Schuh-Game und Hype-Beast-Game einzusteigen. Weil das vom Ding her so der YouTuber ist, den ich mit am längsten geguckt habe und teilweise immer noch gucke. Deswegen hat der Bruder einen besonderen Platz in meinem Herzen. Aber genau, hier seht ihr, ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann, aber wie eng die Jeans war. Damals, wie gesagt, auch immer All Black. Da hatte ich auch die Yeezys an. Das waren nicht die Pirate Blacks, das waren die schwarzen einfach mit dem roten Schriftzug an der Seite. Die habe ich auch tot gerockt. Dann habe ich die aber weiterverkauft, was eigentlich auch dumm war. Aber das war so auch die Filme, die ich damals geschoben habe. Das war eher so auf dieses Hype-Beast, auf dem Hype-Beast-Train. Was ich jetzt zum Beispiel nicht mehr machen würde, jetzt zum Beispiel mit dem Bild, waren wir damals in London, sind wir extra mit Kollegen klar nach London gefahren, aber für die SneakerCon, weil ich unbedingt die Schuhe da sehen wollte, weil ich Kais da treffen wollte, deswegen, das war schon eine sehr, sehr lustige, aber auch sehr wilde Zeit. Genau, ich habe jetzt zum Beispiel noch mal ein Bild, wo ich ihn getroffen hatte, das war schon so mäßig damals so mein kleiner Traum, weil er, wie gesagt, ich habe ihn wirklich sehr, sehr gefeiert damals, er war auch wirklich sehr korrekt, deswegen, ja, wobei ich glaube, das Bild war sogar in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau, das war sogar in Berlin, weil wir waren, ich habe das ja hier vor mir, Mai 17 waren wir in London und im Dezember 17 waren die mit der SneakerCon in Berlin, und da war auch nochmal, genau, da sieht man, dass ich ein kleiner Fanboy von ihm war. Machen wir weiter in 2018. Das Bild hier, was jetzt kommt, untermauert nochmal krank mein Hype-Beast-Dasein. Yeezy 500 Stone, glaube ich, waren das. Das waren meiner Meinung nach die hässlichsten Yeezys, aber ich hatte sie trotzdem. Dann diese Adidas-Jogger, die eigentlich relativ fresh war, aber die mir relativ schnell auch klein wurde, leider. Und dann mein, würde ich jetzt mal sagen, größter Fashion-Fail-Einkauf, dieser Off-White oder Champion Off-White-Collab. Ich wollte unbedingt damals, ich glaube, ich hatte das in einem Video schon mal erwähnt, aber ich wollte damals unbedingt so Designer-T-Shirt haben und das kam damals raus. Ich hatte das über Luisa Via Roma für 2,8, ich weiß es nicht mehr, ich weiß wirklich nicht mehr, 2,20, 2,50 irgendwie sowas geholt, was für ein T-Shirt unglaublich gottlos war, vor allem Dingen, weil ich damals wirklich noch in der Ausbildung war und mit Ausbildungsgehalt könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen, dass es eigentlich relativ dumm war, war aber meinem Hype-Beast-Dasein geschuldet. Genau, dann noch ein Bild aus 2,18, das war aber auch so, ich war immer so zwischen All Black und dann mal Hype-Beast-Outfits All Black, das war immer so eine Schiene, entweder stechen nur meine Schuhe raus oder das ganze Outfit, deswegen war das immer so ein Hin und Her zwischen den Outfits. Das ist jetzt zum Beispiel ein ganz normales Bild, da hatte ich auch noch lange Haare, genau, mit den Travis 4ern. Genau, mit 2019, das war so 2018, 2019, da fing es dann auch schon wieder für mich an, muss mal kurz überlegen, genau, dass das mit dem Hype-Beast-Dasein so ein bisschen abgeklungen hat, weil ich da gecheckt habe, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil Hype-Beast-Dasein oder dieses Hype-Beast war ja immer nur da, um Sachen zu tragen, die auch wirklich im Hype waren. Deswegen habe ich mich damals auch so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, fehlleiten lassen von den Sachen, die ich eigentlich wirklich feiere, die nicht zu tragen, sondern eher das zu tragen, was damals im Hype war. Deswegen habe ich auch so langsam gecheckt, dass es eigentlich nicht das ist, was ich tragen will. Genau, das war so die Zeit, wo ich das gecheckt habe. Und deswegen ging es da auch eher wieder darum, dass die Schuhe rausstechen. Genau, wie gesagt, das war so die Zeit, wo ich dann gedacht, oder wo ich selbst gecheckt habe, okay, ich will meinen Style eigentlich in die Richtung lenken, was ich tragen will und nicht, was der Hype mir bestimmt. Deswegen, genau, da ging es so langsam los. Dann hatte ich, genau, als ich in LA war, wieder so eine kleine Phase, wo ich ein Hypebeast war, weil ich genau an dem Ort war, wo man alles kriegen konnte. Deswegen ist wieder so mein innerliches Hypebeast in mir auferwacht. War aber auch so ein bisschen daran geschuldet, dass ich in LA war, das war immer mein Traum, bla bla bla. Das hat so alles zu einem geführt. Genau, ich glaube, das Bild jetzt war aus 2020. Ich hatte immer mal wieder so Rückfälle zu meinem Hype-Beast-Dasein. Genau, mit dem Hoodie. Das war von Misbehave. Den hatte ich mir auch, glaube ich, für 2,20 oder so geholt und dann für 300 weiterverkauft. War dumm. Ich habe ihn für mehr weiterverkauft, aber trotzdem dumm, weil der Hoodie war einfach ein XL und der war mir viel zu groß und ich wollte ihn unbedingt haben. Bei Misbehave, Designer, bla bla bla. Wie gesagt, dass der Hype-Beast in mir war, ist wieder zum Vorschein gekommen, hat zu einer dummen Entscheidung geführt. War jetzt vielleicht im Endeffekt nicht so dumm, weil ich den mit Gewinn weiterverkauft habe. Es war aber eigentlich gar nicht meine Intention. Aber das war auch so wirklich der letzte Einkauf, der mich, oder besser gesagt, wo mich mein Hype-Beast-Ich gezwungen hat, was zu kaufen. Genau, und dann ging es so langsam los, weil dann ging auch so langsam die Schiene los mit breiteren Hosen, tragen diese Flared-Schlaghosen, sage ich jetzt einfach mal. Und auch so dieser ganze Oversized-Hype mit T-Shirts, mit Hoodies, mit sonstigen Sachen. Und dann habe ich jetzt hier nochmal ein Bild, was das Ganze auch so zeigt,
von wo nach wo die Entwicklung ging. Heißt Schlaghose, ein Oversize Hemd, das hätte ich damals zum Beispiel nie angezogen. Aber wie gesagt, das war die Entwicklung von mir, die ich damals genommen habe. Das war so irgendwann die Pieces, die ich gefeiert habe, die ich zum Teil ja immer noch anziehe. Und zu guter Letzt habe ich dann noch das Bild. Das ist so eigentlich mein Daily Fit, außer natürlich die Balaclava. Aber so schwarze Jeans, vor allem die von Peso, die feiere ich wirklich sehr. Geht aber gar nicht um die Hose, sondern eigentlich um Flared-Hosen, weil ich habe, no joke, eigentlich gar keine normale Hose mehr, außer eine, die ich zur Arbeit anziehe. Aber sonst habe ich nur Flared-Hosen entweder oder Cargo-Hosen, die breit sind. Eigentlich gar keine normalen Hosen mehr, die jetzt einfach ohne Risse sind, ohne nix, einfach eine straighte Hose, wie gesagt, meine für die Arbeit. Aber das ist so einfach mein Vibe gerade, den ich feiere. Entspannte Oversize-Klamotten, die mir persönlich gefallen. Schnitte, die mir gefallen, weil ich das eher feiere. Das hatte ich im letzten Video, glaube ich, auch gesagt, beim Sacred Unboxing, dass mir Pieces eher gefallen, die mit dem Schnitt überzeugen und nicht mit irgendeinem Muster drauf oder irgendeinem Design. Klar hat man immer mal wieder so ein paar Pieces, die auch mit dem Design überzeugen, aber ich bin so aktuell in der Verfassung oder in der Lage, sage ich jetzt einfach mal, dass Pieces mich eher mit Schnitten umhauen, anstatt mit Designs. Ist selbstverständlich jedem selbst überlassen. Jeder macht eine andere Fashion-Entwicklung durch. Vor allen Dingen, weil so finde ich persönlich Fashion-Entwicklung ja auch mit so Standpunkten im Leben zu tun haben, finde ich. Das ist im Endeffekt ja nur Kleidung, aber du verbindest Kleidung und Sachen, die du anziehst, ja eigentlich auch voll oft mit Emotionen oder mit Lebenslagen, wenn ich das so perfekt rüberbringen kann oder wenn ich das ordentlich rüberbringen kann, wenn ihr checkt, was ich meine. Deswegen war für mich irgendwann auch echt entspannt, das mal so von 9 Jahren einmal Revue passieren zu lassen, was ich anhatte. Ich finde, das war eine sehr, sehr wilde Entwicklung. Und genau, das Video sollte eigentlich so ein bisschen zum Entertainment dienen oder vielleicht auch so zur Selbstfindung bei Fashion, was das angeht. Genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne unten rein. Würde mich auch sehr mal interessieren, was jetzt zu meiner Fashion-Entwicklung sagt, wenn euch das überhaupt juckt. Das war's mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich selbstverständlich wie immer sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Ebenfalls mit eurem Support, wenn ihr ein kostenloses Abo da lässt. Da seid ihr aktuell wirklich sehr cool dabei, mich zu supporten. Danke dafür im Voraus. Oder einfach mal danke. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Peace.